Servus Leute, ich bin dieser Life to Travel, dieser Chris. Es geht heute um diesen Kalender, meinen Kalender für 2020 mit dem Namen Away und ich habe gerade richtig Bock, nach all der Zeit wieder mein Intro zu hören. So, wie ihr wisst, es geht um den Kalender mit dem Namen Away. Dazu gibt es Folgendes zu sagen. Ich war ja eine Weile weg, bin jetzt schon wieder eine Weile da und es fühlt sich an, als wäre ich nie weg gewesen. Und ich dachte mir, damit ich dieses Gefühl habe, mache ich einfach einen Kalender. Seitdem ich wieder zurück bin, hat sich einiges bei mir getan. Ich habe im Moment 2 Jobs, bin relativ viel am Struggeln, habe ein Album rausgebracht, aber möchte mich jetzt hier auf diesen Kalender konzentrieren. Und zwar geht es darum, euch mal ein bisschen zu erzählen, warum ich diese Bilder ausgewählt habe. Das Titelbild ist tatsächlich irgendeine random Blondine, die ich in Angkor Wat gesehen habe, als sie gerade von ihren Instagram-Freundinnen 2 Fenster weiter fotografiert wurde. Also ihr müsst euch vorstellen, ich stehe hier in so einem Fenster, da steht die Blondine und 2 Fenster weiter werden Fotos von ihr gemacht. Und ich dachte so, Alter, das passt so geil mit dem Licht und dem Kleid und ihren Haaren und so. Ich mache dieses Bild auch und es ist tatsächlich bisher mein meistgelikedes Bild auf Instagram. Und ich feiere es auch mega hart, deswegen ist das der Titel. Gehen wir zum Januar. Der Januar ist ein Bild von Koh Chang und zwar habe ich da in einem Cancun Beach und Party Hostel gearbeitet 6 Wochen lang und das war quasi so jeden Abend den Sonnenuntergang, den ich um dieselbe Uhrzeit gesehen habe und er wurde jeden Tag krasser so. Ich habe unendlich viele Bilder davon, aber dadurch, dass das erste Bild ist, was ich quasi bezahlt gemacht habe in diesem Hostel, habe ich einfach gedacht, okay, nimm das, weil ich finde, da passt die Stimmung, da passt die Unschärfe. Auch das Kräuselige mit dem Meer und den Wolken. Ich finde, das ist einfach richtig geil moody und sollte halt auch zum Januar dazugehören, weil es halt noch nicht so ganz sommerlich ist. Ja, egal. Februarbild. Was haben wir im Februar? Im Februar haben wir ein Bild von Kappa Island mit der Drohne. Dazu gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich bin in Kappa Island angekommen, habe gedacht, komm, lass mal Drohne steigen. Bin dann ein bisschen mit meinem Roller rumgefahren, habe dann irgendwann diesen verlassenen Strand gefunden. Und zwar war das irgendwie, keine Ahnung, das war so ein Hotel-Hostel-Komplex hier so, aber da war keiner. Und dann habe ich da irgendwann halt gechillt und meine Hängematte aufgehängt und bin Drohne geflogen. Irgendwann kommt so ein Typ und wollte irgendwie umgerechnet $20 dafür haben, dass ich mit meiner Drohne hier rumfliege und meine Hängematte hier aufhänge, wo ich gesagt habe, Alter, dann geh mir nicht auf den Sack und habe mich dann halt wieder verzogen. Aber dieses Bild ist dabei rumgekommen und ich muss sagen, ich feiere es eigentlich sehr hart, weil man da halt auch diese stachelige Hügellandschaft sieht, die typisch ist für diese Halong-Bucht, wo sich halt diese Insel befindet. Nächstes Bild, März. Für mich mit das witzigste Bild, der kleine Affe mit der riesigen Banane und den noch größeren Eiern. Auch in Angkor Wat entstanden, beziehungsweise in einem Nebentempel, also von dieser größten Tempelanlage der Welt in Angkor. Bisschen nordwestlich von Siem Reap in Kambodscha. Und halt auch den Officer in Kambodscha, der halt verzweifelt versucht hat, den Verkehr zu regeln. Und für alle Leute, die schon mal in Asien waren, Verkehr regeln ist da nicht so einfach. In diesem Sinne Respekt an den Dude. Was haben wir im April? Muss mal gucken. Ich habe mir den noch gar nicht so genau angeguckt, aber hatte auch noch nicht wirklich Zeit dafür. April, auch eins meiner Lieblingsbilder. Und zwar ist es in Ho Chi Minh City entstanden, als ich mit der lieben Isabel, wir wollten so eine Downtown-Tour machen und haben uns dann halt einen Roller gemietet und sind dann halt ein bisschen rumgefahren, also fernab von diesen Touri-Spots und sind dann halt mitten in Chinatown gelandet. Und das hier ist halt ein Bild aus diesem Chinatown. Und ich habe noch nie in meinem Leben so was Dreckiges, Stinkendes und Abgefahrenes gesehen. Und ich war schon bei Nils in der Wohnung. Von dem her ist es einfach unfassbar krass, auch wie sich das alles dann hier nochmal im Wasser spiegelt. Dieses Bild ist Chaos pur, aber dieses Bild beschreibt halt einfach die asiatischen Städte, die ich besucht habe, fernab von den einigermaßen aufgeräumten Touri-Gegenden. Weil so sieht es da einfach aus. Und ich feier's. Ich feier's wirklich sehr. Nächstes Bild haben wir im Mai. Auch ein Bild, das sehr gut angenommen wurde und vor allen Dingen, das auch sehr lange bei sehr vielen Leuten Handy-Hintergrund war. Die Petronas Towers, beziehungsweise einer der Petronas Towers in Kuala Lumpur. Das Ding ist so hoch, dass es hier oben einfach nur noch aussieht wie so ein Geister,
Turm, weil diese obere leuchtende Hälfte schon in den Wolken drin ist. Und ich habe noch nie in meinem Leben vor einem so hohen Gebäude gestanden. Und das war einfach nur, weiß nicht, erschreckend. Erschreckend, wirklich. Das Uni-Bild, entstanden in Da Nang, Vietnam. Dazu gibt es auch eine witzige Story, also es ist eine Langzeitbelichtung, deswegen seht ihr halt hier die Autos stehen, weil die rot haben und alles andere nur so als Striche, weil da halt grün ist. Und dazu gibt es eine witzige Anekdote, und zwar habe ich da diese, wie heißt es, diese Brücke fotografiert mit der Drohne, diese Drachenbrücke. Das haben vielleicht auch die ein oder anderen in Videos oder auf Fotos gesehen. Und bin dann halt zurückgekommen, dachte, komm, machst du noch ein paar Langzeitbelichtungen von der Kreuzung. Und in dem Moment ist mir der Akku abgeschmiert. Das war relativ witzig, weil die Drohne war circa 250 Meter weg. Und wenn die Drohne, also wenn der Akku leer ist, dann fällt, also die fällt nicht runter, aber sinkt halt langsam. Das heißt, ich hatte ungefähr 43 Sekunden Zeit für einen 250 Meter Sprint mitten auf eine dicht befahrene Kreuzung in scheiß Vietnam, um eine Drohne zu fangen. Ihr könnt euch vorstellen, wie witzig das aussah, wenn der 2-Meter-Typ plötzlich eine Hauptverkehrsstraße anhält, um seine dreckige Drohne zu fangen, und die Vietnamesen einfach nur alle so, hä, was geht denn da jetzt ab? Aber als sie dann gesehen haben, dass da eine Drohne runterkommt, fanden sie es alle ganz interessant und war noch ein witziger Abend auf jeden Fall. Ja, cooles Bild, coole Story. Ich denke immer gerne daran zurück. Dieses Bild ist eigentlich relativ, also dazu gibt es keine Story, dazu gibt es gar nichts, das ist relativ unspektakulär, aber ich mag einfach diesen minimalistischen Aufbau. Das ist auch auf Katba Island, oder? Ja, ist auch auf Katba Island, und ich habe da einfach ein Panorama gemacht, und das hier ist nur ein kleiner Ausschnitt davon, aber ich finde halt diese Berge auch mit dem Haus und dem blauen Himmel, weiß nicht, irgendwie gibt mir das was, das ist irgendwie was Beruhigendes. Deswegen ist dieses Bild da drin. Aber emotional hängt da leider keinerlei Wert dran. Es gibt auch keine witzige Story dazu. Schade. Vielleicht im August. Im August gibt es eine witzige Story dazu. Und zwar ist das ein Hund, dem ich keinen Namen gegeben habe. Weil ich habe irgendwann damit aufgehört. Ich habe viel zu viel mit Hunden gechillt. Und ab und zu auch mit Vierbeinern. Das war einfach, da bin ich gerade in Pai angekommen. Genau, das war Pai, Thailand, und da wollte ich zum Hostel, und ich musste da über so eine Holzbrücke laufen, weil das relativ, also es war nicht weit weg, so 10 Minuten von dieser Downtown. Was heißt Downtown? Pai ist ungefähr so groß wie die Straße, in der ich hier lebe gerade. Und aber ich wollte auf jeden Fall den Sonnenuntergang fotografieren, weil der Sonnenuntergang an diesem Tag ein sehr geiles rotes Licht gemacht hat. Ich habe auch ein, zwei Instagram-Bilder davon oben, wie ich mit der Drohne halt rumfliege. Aber das Problem ist, dass dieser Hund halt irgendwie so auf mich zugerannt kam. Und wenn dir in Asien Hunde auf dich zurennen, dann bist du halt erstmal vorsichtig, weil da leben halt 90% Straßenhunde, und in der Regel sind die nett, manchmal aber auch nicht. Er hier war nett. Auf jeden Fall habe ich mich irgendwann dann hingesetzt und habe den so ein bisschen gestreichelt und so und habe mir dann mit dem Dude hier den Sonnenuntergang angeguckt. Das war relativ entspannt auch, muss ich sagen. Und auch wenn ich gedacht habe, okay, er klaut mir jetzt den Moment, um von einem besseren Punkt aus den Sonnenuntergang anzuschauen, hat der kleine Racker mir auf jeden Fall den Sonnenuntergang versüßt. Und ich habe dann auch, glaube ich, jeden Abend mit dem da gechillt und mir den Sonnenuntergang angeguckt, weil der halt einfach da war, immer wenn ich nach Hause kam. Das war ganz witzig. September. September. Das Bild von diesem Moped, also von diesem Motorrad wohl bemerkt, da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, dass ich find's krass, weil das ist an meinem zweiten Tag in Hanoi entstanden. Und du bist erstmal, also als ich da ankam, war ich erstmal überrascht, wie krass viel Verkehr da ist und 90% Roller und so weiter. Und das war irgend so eine Seitengasse, die halt relativ auch beleuchtet war mit diesen Lampen und überall Neonschilder. Und dann stand da ein einziges Motorrad. Und das sah halt auch noch geil aus. Und deswegen habe ich das halt hier irgendwie mitgenommen, auch mit dem unscharfen Hintergrund. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich in Vietnam war, habe ich auch richtig Bock, einen Motorradführerschein zu machen, weil ich bin halt nur mit dem Roller unterwegs gewesen. Und sagen wir so, vietnamesische Roller sind doppelt mal so geil wie deutsche Roller. Allein schon von den Geschwindigkeiten und von dem Tuning her, so, das ist ein anderes Feeling. Und vielleicht werde ich irgendwann einen Motorradführerschein machen, weil Vietnam mich dazu gekriegt hat. Und das erinnert mich einfach an diesen zweiten Abend in Hanoi, wo ich halt rumgelaufen bin und so dachte, warum steht hier jetzt so ein geiles Motorrad? Klingt komisch, ist es auch.
So, immer noch. Father and Son im Oktober. Dazu gibt es auch eine witzige Story. Und zwar war ich da mit Paul in Kanchanaburi, also im Erawan-Nationalpark. Da sind so ganz viele Wasserfälle und die sind halt in verschiedene Etappen, sag ich mal, gegliedert. Und das dauert so, weiß gar nicht, wie lange wir für den Aufstieg gebraucht haben, so ein, zwei Stunden, weil wir uns halt relativ Zeit gelassen haben. Aber wir dachten so, okay, komm, wir gehen jetzt da hoch, hängen unsere Hängematten auf, chillen da einfach ein Stündchen, zwei und gehen dann wieder runter. Aber irgendwann kam halt dieser Parkranger und meinte, dass jetzt geschlossen ist. Und wir haben dann alles abgebaut, sind dann wie Geisteskranke diesen Nationalpark runtergerannt, haben überall noch unsere Kameras und Stative aufgestellt, um ein paar Langzeitbelichtungen zu machen, weil dann halt eben keine Touris mehr da waren, weil wir sind quasi länger als bis Schluss geblieben. Also man kann sich das so vorstellen, Parkranger, wir rennen runter, stellen unser Equipment auf, machen Bilder. In der Zeit kommt der Parkranger immer näher. Wir sehen den, packen alles zusammen, rennen zum nächsten Wasserfall. Und da ist dann halt auch dieses Bild entstanden. Irgendwann mal so zwischen Tür und Angel. Also die haben gar nicht für mich gepostet, weil hier stand quasi seine Frau. Und aber der Kleine hat halt zu mir in die Kamera geguckt. Und ich finde dieses Bild einfach, das ist geil. So, das ist so ein natürliches, ungestelltes Porträt und war auf jeden Fall ein witziger Tag. Guckt euch mal das Video auf YouTube an, wie ich mit Paul im Nationalpark unterwegs bin. November, Kuala Lumpur. Der bisher letzte Stopp auf meiner Reise. Von Kuala Lumpur bin ich nach Hause geflogen. Und da war ich mit einem Typen unterwegs, der hieß Dustin. Dustin war ein Chinese. Und hat sich irgendwann nach Kuala Lumpur abgesetzt. Also wenn ich es richtig verstanden hatte, hat sein Papa relativ viel Geld, aber er möchte gerne, der ist so ein Networking-Typ so. Du siehst den und der labert mit irgendeiner Person, die er gerade kennengelernt hat. Und er wäre auch gern ein Pickup-Artist, glaube ich, weil er jede Frau anspricht, die zwei Beine hat. Und ich habe Dustin kennengelernt, weil ich war mit einer ukrainischen Stewardess unterwegs. Und die habe ich auf Couchsurfing kennengelernt und wir waren halt was essen, sind so rumgelatscht und irgendwann war ich auf Toilette, komm zurück und Dustin labert halt mit ihr. So, und so sind wir dann halt auch ins Gespräch gekommen und dann war ich noch mit Dustin auf irgendeiner Internations Networking Party, wo halt auch ein, zwei Deutsche waren. Und dieser Typ macht eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als von Coworking Space zu Coworking Space zu rennen, Leute kennenzulernen und dadurch halt irgendwie an Aufträge zu kommen. Also quasi alles, was ich hasse, hat der gemacht. Und irgendwann habe ich ihm dann noch ein sogar bezahltes Fotocoaching gegeben. Also wie man halt einigermaßen manierlich fotografiert. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr beeindruckender Typ. Muss ganz ehrlich sagen, für mich war das eine Nummer zu nervig, aber ein sehr, sehr beeindruckender Typ und sehr, sehr zielstrebig. Könnte ich mir mal eine Scheibe von abschneiden. Dezember. Was war denn Dezember? Ah, Pi Canyon. Dazu gibt's nur eine ganz kurze Sache zu sagen. Wenn ihr irgendwo in einem relativ überschaubaren Ort seid, der jetzt nicht ganz so groß ist und es werden Touren angeboten, seid so schlau wie ich, macht die Touren nicht. Weil wenn ihr das auf eigene Faust macht, ist es erstens mal günstiger, zweitens, wenn ihr Fotografen seid, habt ihr keine Leute im Bild und drittens, so wie jetzt hier, enden alle Touren immer am Pi Canyon, also jetzt hier in Pi. Das heißt, da oben stehen dann 500 Leute, die alle den scheiß Sonnenuntergang fotografieren wollen. Dadurch hatte ich nichts gesehen, habe dann irgendwann die Drohne steigen lassen, habe ein Drohnenbild gemacht, weil ich wollte mir den Moment nicht nehmen lassen. Aber genauso war es halt auch, als ich in Angkor Wat war. So, ich habe dieses Sunrise-Tour gemacht und dann stehst du erstmal mit 5000 Chinesen vor diesem Wasserbecken, vor dem Tempel und wartest, dass die Sonne zwischen den Türmen aufgeht. Auf der einen Seite geil, aber auf der anderen Seite halt auch Massentourismus pur. Und das sind tatsächlich so die Sachen, die ich am wenigsten genossen habe auf der Reise, da wo es halt dann Richtung Massentourismus ging. Nachwort. Da stehen einfach nur ein paar Zeilen und so weiter. Nochmal meine Social-Media-Sachen, Instagram, Suff-Eskapadenkönig. Wann, wie, wo, welches Bild gemacht wurde. Und genau. Ah, warte mal, ich glaube, ich habe hier eins vergessen. Ich gucke mal ganz kurz nochmal durch. Und ja, ganz kurz, was gibt's sonst noch zu sagen? Zu dem Kalender eigentlich nicht so viel. Also es sind noch einige wenige verfügbar. Kosten 30 Euro das Ding, zwei Stück für 50 Euro. Ich werde auf jeden Fall mir das nächste Mal was anderes überlegen, weil blöd gesagt,
Kostet der Versand alleine 5 Euro und die Kalender sind auch nicht so günstig in der Produktion. Von dem her habe ich damit jetzt eine Nullnummer gemacht. Aber ich bin zufrieden, es gibt Leute, die es gekauft haben. Ich selber habe auch einen für mich, was mir persönlich das Allerwichtigste eigentlich war, dass ich nochmal so ein paar Andenken an die Reise habe. Und wahrscheinlich heißt das nächste Projekt Fotobuch. Dazu muss ich mir aber noch ein paar Gedanken machen, wann, wie, wo. Und es wird noch ein Gewinnspiel geben zu dem Kalender. Ich werde nochmal einen verlosen oder zwei, je nachdem, wie ich drauf bin. Ansonsten danke fürs Einschalten. Macht's wie immer. Ihr könnt mir weiterhin Sachen spenden. Ich will nämlich auch nächstes Jahr wieder los. Weil dieses Jahr habe ich jetzt gemerkt, ich komme langsam in so eine Winterdepression und es ist furchtbar. Und deshalb, kauft den Kalender, erzählt den Leuten von meinem Projekt. Die Webseite ist auch noch online. Zieht euch nochmal alte Blogs rein und Videos auf YouTube, auf dem Live2Travel-Channel. Und ansonsten, wenn irgendwas ist, schreibt mir, ruft mich an, schickt mir eine Eule. Wir sehen uns. Ciao.